Deutschland hat das erste Speicherziel beim Gas früher erreicht als erwartet. Zu mehr als 75% sind die Gasspeicher mittlerweile gefüllt. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze warnt trotzdem davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Er sagte, Zitat, wenn Putin den Hahn komplett zudreht oder der Winter kälter wird, wird dies nicht ausreichen. Der weitere Fahrplan ist klar. Bis zum 1. Oktober sollen die Speicher zu 85% gefüllt sein. Bis zum 1. November sollen es dann 95% sein. Zum gespeicherten Gas will die Bundesregierung dann noch konstant Flüssiggas einkaufen. Gleichzeitig sollen die Verbraucher und Unternehmen Gas einsparen, um über den Winter zu kommen.